Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Heute ein spannendes Thema zum Thema Bike-Check. Neben mir ein kleines SUV-Bike, also quasi ein vollgefedertes Rad für die Stadt. Finde ich ein spannendes Thema, auch mal ein bisschen auf dem Kanal aufzubereiten. Nicht, bevor die Frage kommt, nein, es ist nicht mein neues Bike, sondern ich darf es nur zusammenschrauben, weil es heute geliefert wurde. Und der es bekommt, quasi nach mehreren Jahren, Jahrzehnten, Wiedereinsteiger ist, im E-Bike kompletter Einsteiger ist. Und ich die Aufgabe bekam, komm, mach's einfach mal geschwind das Bike zusammenschrauben, dass da nichts schief geht. Macht ja auch Sinn, wenn jetzt einer wirklich Neueinsteiger ist, dass er seine sichersten ersten Schritte auf dem Bike machen kann. Geliefert wird so ein Bike, wenn es natürlich kommt, in einer relativ großen Schachtel, da passe ich sogar gut dahinter, um euch dann jetzt hier in diesem Video auch begrüßen zu dürfen. Wenn es kommt, müsst ihr es einfach ein bisschen grundmontieren, also sprich Lenker müsst ihr gerade richten. Ihr müsst den Lenker ein klein bisschen ausrichten, was auch nicht gemacht ist, aber ist auch völlig klar, ist auch völlig einfach. Die Pedale noch montieren und dann erstmal noch alle Schrauben auf Drehmoment kontrollieren, dass alles wirklich fest ist, dass auch wirklich alles sitzt, da wo es hingehört. Ja, und dann war auch schon das erste soweit alles montiert. Einfach einen Blick drüber werfen, dass auch alles wirklich vernünftig hält und nicht irgendwas irgendwo gaucht oder irgendwas unsauber aussieht. In dem Fall war soweit alles okay. Und da konnte ich auch schon definitiv sagen, komm, mach mal die erste Probefahrt. Und die habe ich jetzt auch gemacht, hierher zu diesem Drehort, wo ich diesen Bike-Check aufnehme, weil das Bike morgen zu seinem Besitzer quasi übergeht, der auch, wie viele auf dem Kanal von euch, ein kleiner Wiedereinsteiger ist in das Thema Biken oder auch E-Biken. Und deswegen haben wir dann, deswegen das Video A machen wir heute und B bekommt er morgen sein Bike dann endgültig übergeben, das er sich bestellt hat. Ich würde es mir so nicht bestellen, ganz klar. Mir sind eigentlich Komponenten von der Wertigkeit nicht hoch genug. Ich muss auch sagen, ein Bike kaufen im Sommer oder August 2021, da muss man schon ein klein bisschen Abstriche machen im Preisniveau. Wir reden allerdings hier auch über ein Bike von 3.600, 3.700 Euro, also auch nicht das allergünstigste Bike, aber die Ausstattung, naja, klar, es ist gerade ein relativ großer Boom und deswegen ist einfach so. Wir reden hier übrigens über das Raymon Crossray EFS 6.0 in der Version 2021. Ich habe ein Raymon Bike noch nie gefahren, deswegen war es für mich jetzt auch eine völlig neue Erfahrung, mal hierher zu fahren und hier klein ein bisschen ja, abzuchecken, wie das Bike an sich so fährt. Ganz cool, Rahmengröße XL, ich fahre bei meinem Convoy in M, deswegen wäre es mir vom Rahmen wahrscheinlich sogar eine Idee zu groß, aber wenn es nachher zu dem neuen Besitzer passt, ist das doch alles easy und so muss es dann doch einfach sein. Als Motorisierung haben wir hier einen Yamaha-Motor, was ich auch schon mal im Anfang meiner E-Bike-Welt gefahren bin. Ist ein PWST-Motor mit 70 Newtonmetern, soweit alles cool. Diesen Motor könnte ich mir auch zum Fahren echt so vorstellen. Der fährt sich gar nicht so schlecht. Also mit meinem Bosch-Motor von vielen Verhaltensmaßnahmen oder Verhaltensansprüchen relativ gleich. Deswegen würde ich ihn dahingehend auch wieder ein bisschen gern fahren. Aber egal, ich fahre Bosch noch genauso gern und noch viel gerne oftmals, weil einfach ein paar Fahrstufen einfach aktualisierbarer sind und ein bisschen dynamischer einstellbar sind. Aber dazu kommen wollen wir gar nicht hin heute. Gehen wir einfach mal ein bisschen durch an dem Bike, was alles drauf ist. Wir haben eine Bereifung 650B mit einer Breite von 2,35 Zoll. Also eher ein schmälerer Reifen in der straßenlastigen Ausführung in Johnny Watts von Schwalbe. Habe ich noch nie gefahren, den Reifen. Ich bin zum ersten Mal es gefahren. Ich finde als Straßenreifen gar nicht so dumm. Ob mit dem es im Wald spielen gehen möchte, wahrscheinlich eher eine Nummer weniger. Aber das ist ja auch der Anspruch dieses Rades. Von dem her alles soweit gut. Ich merke die kleineren Bereifungsarten eh lieber. Deswegen käme mir das einfach ein ganz klein bisschen gelegener. Aber ein paar Sachen würde ich am Bike nicht so nehmen. Dann haben wir nicht eine Federung, sowohl hinten als auch vorne. Vorne haben wir eine Gabel von Santur, kann man stehen und möchte. Und hinten haben wir auch einen Dämpfer von Santur. Ist einfach wahrscheinlich auch am Preis ein bisschen geschuldet, diese beiden Komponenten. Aber warum nicht? Die machen erstmal ihren Job. Und als Stadt-SUV-Rad, denke ich, macht es schon mal ein bisschen Sinn. Würde ich mir sein Fully für den Waldspielen wahrscheinlich nicht holen, aber soweit macht es einen Job. Ihr könnt ja gerade mal unten in die Kommentare reinschreiben, so was ihr von so einem SUV haltet und ob er sagt, will ich mir holen oder nö, dann doch eher nicht. Als Bremsanlage
haben wir eine Tektro-Bremse. Das wäre für mich ein No-Go am Rad, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre einen normalen Bike, lebende MT5 Magura. Und man merkt schon, ob man eine Einkolben-Tektro hat oder eine Zweikolben-Magura. Wäre auch schlimm, so wäre ernst, wäre ein Preisfaktor allein. Aber das würde ich als No-Go ansehen. Und das würde ich auch, wenn es mein Rad wäre, umbauen, definitiv. Das wäre so der erste Satz, was ich machen würde. In dem Fall bleibt es einfach so. Er hat so wollendes Rad, der es bekommt und alles ist auch soweit gut. Bremsscheiben 180, sowohl hinten als auch vorne. Ist eine ordentliche Größe, macht Sinn. Hat eine genügende Bremspower, also die passt eigentlich soweit. Nur eine Tektro-Bremse würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Als Schaltung haben wir hier am Bike eine ganz normale Shimano-Schaltung, einmal elffach, von der Zahnanzahl 11 bis 51 Zähne hinten auf der Kassette. Das ist wahrscheinlich im Stadtdschungel wahrscheinlich jedem reichen, um den Berg hochzukommen. Und sie schält, sie macht, was sie soll. Ist zwar auch aus dem unteren Preissegment angesiedelt, ist eine Deore RD M5100 Schaltung. Ja, gut, sie macht, was soll, schält. Und im Stadtdschungel macht sie mit Sicherheit da auch einen relativ guten Job. Übrigens, vergessen habe, Federweg vorne, 120 mm an der Gabel, ist eigentlich soweit für diesen Radtyp echt richtig okay. Die Felgen und sind tubeless-fähig, die Reifen auch. Also man könnte es umbauen auf tubeless, aktuelle Schlauch drin, mit einem klassischen Autoventil, wo man dann da damit seinen Reifen füllen kann. Da musste ich auch beim Auspacken erst nochmal nachschauen, dass auch genügend Druck im Reifen war. Klar, der war nicht genügend drin, aber das ist, denke ich, auch völlig klar, wenn man das dann so übernimmt aus der Schachtel raus. Deswegen denke ich, für alle die, die wirklich nicht so mit dem Schrauben allzu fest im Sattel sitzen, holt euch dann lieber ein Bike im lokalen Shop. Da habt ihr wahrscheinlich deutlich mehr davon, weil manche Schraubersachen, die müsst ihr halt einfach machen, wenn ihr es einfach bekommt. Lichtanlage ist dran für die Fahrten bei Nacht, sowohl hinten als auch vorne. Ich werde diese Lichtanlage morgen früh zum Bäcker mal Probe fahren um 5 und werde einfach ein Smiley ins Video einblenden, weil ich werde es morgen schneiden, erst nach dem Bäcker, wie gut die Lichtanlage dementsprechend war. Ich befürchte, welches Smiley ich euch einblenden werde, wahrscheinlich nicht kein allzu fröhliches, weil wiederum der klassische Fehler mit 40 Lux, Lux kann man nicht angeben, weil Lux ist eine Einheitsleiter-Thema. Schwierig. Also deswegen Licht könnte wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig werden, aber werden wir einfach nachher auch mal oder morgen früh mal sehen, wie das Ganze so passt. Schutzbleche sind dran, das wäre gar nicht meins, weil die klappern ein bisschen und das hat mich ein klein bisschen Nerven auf Dauer. Deswegen fahre ich dann lieber mit meinem Bike Kunststoffschutzbleche an der Schwinge hinten dran oder gar keine aktuell, weil ich es einfach dann doch recht schön finde, auch mal ohne fahren zu können. Ich werde auch morgen noch, wenn ich das Bike dann endgültig seinem Besitzer übergeben darf, werde ich dann auch nochmal einstellen, die Ergonomie, sprich den Sattel, den Dämpfer und die Gabel, dass die auch dementsprechend passt. Sattel natürlich dementsprechend auch auf die Größe des dann zukünftigen Fahrers. Soweit haben wir mal diese Faktoren jetzt alle durch. Ständer ist klar, als Akku haben wir am E-Bike einen extern außenliegenden Akku mit 500 Wattstunden. Soweit für ein Stadtfahrrad, denke ich, völlig super okay. Ein Mango, was mir auffiel, was kam, hatte der unter 10% Energieinhalt out of the box. Finde ich schwierig, finde ich fast eine Idee zu wenig. Wenn er noch länger gelagert werden würde, könnte es irgendwie Akku dann doch schaden. Deswegen, da hätte ein bisschen mehr Strom im Akku nicht gerade geschadet. Was mir auch nicht gefällt, ist diese Verkabelung der Frontlampe. Mit diesen Quetschverbindern vorne neben der Lampe und einem Kabelbinder festgemacht. Vielleicht ist es einfach ein Preis geschuldet, vielleicht kann die Lampe keine längeren Kabel haben, aber das finde ich echt optisch nicht gerade wirklich der Bringer und vor allem sehe ich es auch wirklich auf das Problem Salz im Winter und Wasser, wo reinlaufen könnte. Sobald mal das Wasser nämlich im Kabel bis zum Motor vorläuft, was mir passiert ist, und dann quasi den Stecker davon gammelt, hat es vielleicht ein bisschen weniger Spaß, was das Ganze dann macht. Aber so mein Gedanke ein bisschen dahinter, wo ich ein bisschen, was mir so ein klein bisschen auffällt an der ganzen Sache, weiß ich nicht. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr da davon haltet. Gepäckträger, okay, meins wäre es nicht, ich fahre Rucksack, ich bräuchte keinen Gepäckträger, aber ein Stadtfahrrad, dann passt es, denke ich, doch auch soweit so. Ich bin gespannt, wie der neue Inhaber morgen sagen wird, cool ist mein Rad oder nö, wird meins nicht. Das ist auch wahrscheinlich ein kleines Experiment, ein Wiedereinstieg in die Bike-Welt. Seine Auswahl hat es auch bezahlt. Ich habe damit wenig zu tun, bis gar nichts. Ich war nur derjenige, wo dabei war, zum sagen, ich schraube es mal als Grund zusammen, dass die grundgröbsten Sachen funktionieren. Und die Bremsen bremse ich jetzt auch noch ein. Das mache ich nämlich jetzt gerade eben noch auf einer kleinen gemütlichen Feierabendtour nach Freudenstadt, dass die Bremsanlage auch morgen, wenn es übergeben bekommt, vernünftig zieht.
Soweit dieses kleine Bike-Check-Video zu diesem Fahrrad. Finde ich ein cooles Fahrrad. Für die Stadt ist ganz okay. Ich würde es nicht so nehmen. Also für einen Stadtfahrer wahrscheinlich ganz okay. Noch eins, was mir gerade auffällt, bevor ich abmoderiere. Die Sattelstütze, also eine Vario-Stütze, wäre für mich eigentlich ein Muss. Auch in so einem Fahrrad. Aus dem Komfortfaktor heraus. Gerade im Bereich, wenn ich an die Ampeln ranfahre, muss andauernd anhalten, aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen. Da kann man doch mit einer Vario-Stütze einen deutlich größeren Komfort hinbekommen. Und ich denke, für das Geld sollte es einfach auch noch eine vom Bike einfach dabei sein. Ich bin sehr kritisch bei dem Bike, ich weiß. Aber ich sehe halt einfach knappe 4000 Eier. Das ist verdammt viel Geld. Sollte man dafür auch eigentlich ein bisschen mehr an Ausstattung bekommen. Ich bin da echt ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da überlege ich mir ganz ehrlich, mein Convoy Fully liegt im Neupreis so bei 4,5 Grundausstattung und da ist deutlich mehr dran an Qualität. Ich denke, der Markt muss wieder ein bisschen mal zurückkommen zum Thema Qualität und die Liefermengen müssen einfach da sein, weiß ich auch. Also, soweit das Video. Abo da lassen, Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.